Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich für euch ein kleines Drogerie-Haul und ein paar Sachen habe ich auch online bestellt. So, dann fangen wir an. Und zwar als erstes brauchte ich neue Zahnpasta. Und zwar habe ich mir diese geholt von Colgate Total und Fresh Strip. Super Name. Also die habe ich auch momentan auch in Benutzung und ich bin auch mit der Zahnpasta sehr zufrieden. Dann brauchte ich ein neues Mundwasser. Und zwar, ich war eigentlich immer mit dieser Listerine sehr zufrieden, aber diesmal wollte ich eben was Neues ausprobieren. Dann habe ich bei Rossmann mir dieses hier geholt von Odol mit 3. Dreifach Prophylaxe gegen Karies, Zahnfleischprobleme und Zahnsteinbildung. Das war von knapp auf von 4 Euro, glaube ich, auf 2,79 Euro reduziert. Habe ich mitgenommen und ich muss sagen, mag ich sehr, sehr gerne. So, dann bräuchte ich neuen Nagellackentferner. Diesmal habe ich mir das von Isana geholt mit also Nagellackentferner mit Mandelduft für schöne Nägel. Es riecht schon sehr stark nach Nagellackentferner, ja. Das letzte, was ich hatte das von Essence mit diesem Kokosduft und das hat viel, viel besser gerochen. Also das riecht schon wirklich nach Nagellackentferner. Aber bin sehr zufrieden, entfernt sehr gut Nagellack. Also was braucht man mehr? Dann brauchte ich eine Augencreme und dann habe ich mir einmal von Altera Naturkosmetik, so Augen-Roll-On für trockene und empfindliche Haut gekauft. Und zwar, das ist so ein Roll-On mit so einer Kugel. Und da kommt wirklich also sehr, sehr, sehr pflegende so halt Feuchtigkeit, was sich total gut auf der Haut anfühlt. Zieht ganz schnell ein. Und es riecht so ganz frisch und so mild und die Haut, die Stelle, wo ich hier drauf gemacht habe, dass die fühlt sich wirklich sehr, sehr, also es zieht sofort ein und es fühlt sich wirklich sehr, sehr gepflegt und weich. Also wirklich ein sehr tolles Produkt. Dann habe ich mir noch so eine von Rival de Loop. So reichhaltige Augencreme für fettarme Haut, Frischzellen aus den Kürbis, Liquid Komplex. Also die Augencreme hatte ich schon mal und die fand ich wirklich auch sehr gut und deswegen habe ich mir die nochmal nachgekauft. Habe ich mir von Catrice so ein Lipgloss geholt und zwar Infinite Shine Lipgloss in der Farbe 030 Rose. Und das hat so einen hier, so Applikator, wie man vielleicht erkennen kann. So. Und den trage ich jetzt auch gerade drauf. Also darunter habe ich hier den von Astor. Von Astor Pink Lady. Und da drauf, oben drauf habe ich jetzt diesen drauf gemacht. Und das fühlt sich richtig gut an. Nicht klebrig, nicht pappig. Richtig schön gepflegt, finde ich. Also, fühlt sich richtig toll an. Dann habe ich mir noch von Rival de Loop so einen Concealer gekauft. Ja, für die halt für die Augenpartie ist das gedacht. Liquid Concealer, Abdeckcreme. Das ist die Farbe 01 Beige. Beige. Und, also der hat super Deckkraft. Das ist so ein Schwämmchen hier, wo man hier so drehen kann. Da kommt dann das Produkt. Und also der hält richtig gut die Schatten unter den Augen auf und wirklich tolles Produkt und kostet nur 1,79. Wirklich tolles Produkt. So, dann wollte ich auch mal dieses hier ausprobieren. Und zwar von Easy White Perlodent Matte Transparent. Parentes Gel zur Aufhellung der Zähne. Also man soll bei einer Anwendung von zweimal täglich, also morgens und abends,
Ja, halt, wo man die Zähne geputzt hat, soll man das auftragen, das Gel auf die Zähne und circa 15 Minuten einwirken lassen. Und das soll innerhalb von 2 Wochen die Zähne ja aufhellen. Und das wollte ich mal ausprobieren. Also das ist halt so ein, ja, halt Gel mit so einem, ja, Bürstchen. Und das kann man so, ja, drauf machen auf die Zähne. Und halt, wie gesagt, 15 Minuten warten und dann sollte man innerhalb von 2 Wochen ein Ergebnis sehen. Also das habe ich mir gekauft, um, ja, wollte ich mal testen. So, dann habe ich mir ganz unspektakulär ja, Waschmittel gekauft, und zwar von Spee Mega Perlskolor. Den mag ich auch ganz gerne. Und dazu habe ich mir noch von Lenore Amethyst Blütentraum geholt. Mit, also Amethyst und ja, halt Blütentraum. 7-mal längere Frische im Schrank. Also der riecht wirklich toll. Ein Traum. Ein Traum. Also den kannte ich noch nicht. Wie gesagt, der ist irgendwie neu und der war reduziert irgendwie von, keine Ahnung wie viel, auf 1,70 € oder so. Den habe ich dann gekauft zum Ausprobieren. So, dann habe ich mir noch so ein Vorwaschspray von Domol geholt. Also den habe ich mir schon wieder nachgekauft. Also den finde ich ziemlich gut. Entfernt hartnäckige Flecken für weiß und farbechte Textilien. Also den finde ich auch wirklich gut. Dann online habe ich mir das nochmal bestellt. Und zwar Pro Lash. Das ist halt so ein Serum, der hier die Wimpern wachsen soll. Und zwar, das soll man irgendwie 2 bis 3 Mal am Tag auftragen auf die Wimpern und über 4 bis 6 Wochen, und dann soll man schon Ergebnisse sehen. Und zwar die Wimpern, die sollen ja länger werden, die sollen halt wachsen, dichter werden, dunkler werden. Und ja, habe ich jetzt online bestellt. Also so sieht das aus. Das ist halt so ein, ja, Gel. Und boah, das geht ein bisschen schwer auf. Ja, das ist halt so ein Schwämmchen. Schwämmchen, so ein Bürstchen. Und da soll man halt das Produkt hier, wenn man abgeschminkt ist natürlich, abends oder morgens, das mal hier so auftragen. So am Wimpernkranz. Und da soll Wunder bewirken. Da bin ich gespannt. Werde ich jetzt auch testen. Ja, halt 4 bis 6 Wochen und gucken, was daraus. So, dann habe ich noch ein paar Sachen bei Cosmetic for Less bestellt. Und zwar als erstes diese wunderschönen Nagellack. Das ist so ein pinker Nagellack. Die genaue Bezeichnung weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, den habe ich jetzt hier so drauf. Das ist nur einmal auftragen. Und wie ich finde, sieht total gut aus. Und trocknet auch ganz schnell. Und die Farbe, das ist klar, das ist schon so eine Frühlingsfarbe, ne? Also das ist mehr für den Frühling. Und der hat bei Cosmetic for Less, ich glaube, nur 1,79 € oder so gekostet. Ja, 2 €. Ja, um den Dreh, keine Ahnung. Aber bin ich wirklich sehr zufrieden. Ein tolles Produkt. Dann, wie ihr wisst, ich verwende immer für meine Augenbrauen das von Essence, diesen Augenbrauenpuder. Aber das habe ich mir auch jetzt bei ja, Cosmetic for Less bestellt. Und zwar von Wet n White. Ultimative Brown Kit. Das ist halt ja so ein Set, sage ich mal so, mit zwei unterschiedlichen Pudern. Und hier ist Wachs, wo man die Augenbrauen fixieren kann. Ja, kleine Pinzette gab es dazu, die gar nicht mal so schlecht ist. Also die habe ich schon getestet, die ist ganz gut. Und so ein kleines Pinselchen. Und ja. Das Produkt finde ich ganz gut. Also ich habe jetzt auch diese Farbe benutzt, immer diese hellere, und dann diesen, ja, diesen Wachs. Und ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und lässt sich auch ganz gut auftragen und
Ich finde das Produkt echt gut und das hat nur um die 4 Euro gekostet. So, dann habe ich mir auch dort zwei Blushes gekauft. Und zwar einmal Sahara 934. Das ist das. Und einmal Pomegranate. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. In der 923. Also diese Pomegranate oder wie man das ausspricht. Wenn ich das aufmache. Ja, das sieht halt so aus. Das ist so eine wunderschöne Farbe. Ich weiß gar nicht, sieht man das? Und die ist natürlich super pigmentiert. Also, die hat mir super gut gefallen, die Farbe. Deswegen wollte ich die ausprobieren. Und ja, so sieht das aus. Das ist diese wie Pomegranat. Entschuldigung, aber ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Also so sieht das halt aus. Ups. Und das andere hier, Sahara. Ups. Das sieht dann halt so aus. So. So. Auch eine super schöne Farbe, wie ich finde. Da freue ich mich schon zu testen. Und dann als letztes habe ich mir noch von Sleek ja so eine Palette gekauft. Und zwar Ultra Mattes V2, also V2 Darks Palette. So sieht das aus. Und so sieht das die Verpackung aus, total schön. Sieht das hochwertig aus, finde ich. Und zwar, ja, die Farben. Und die Farben sehen so aus. Wie gesagt, alle sind so wunderschön matt. Und ja, ein kleines Pinselchen hier. Das Applikator ist dabei. Und ja, zum Beispiel, guck mal, wie das pigmentiert ist. Einmal rein. Wow, total super. Also da freue ich mich schon. Habe ich noch nicht getestet. Und da freue ich mich schon, halt mich damit zu schminken. So, das war's auch schon wieder mit meinem kurzen Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über Kommentare würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!